Guten Morgen, Leute. So, ich bin schon wieder am Kochen, bin schon tatsächlich ein paar Stündchen wach und bei mir gibt es heute noch ein Frühstück. Ich bin heute Morgen schon wieder relativ leer und flach gewesen. Wir sind ein paar Süßkartoffeln, also etwas, was einfach so ein bisschen länger jetzt auch noch anhält. Da wir uns jetzt gleich erst auf den Weg zur Halle machen und einen numerischen Ablauf haben, dann werden wir schauen, wann ich so uhrzeittechnisch in etwa dran bin. Und dann machen wir gleich nochmal ein bisschen was Schnelleres als Süßkartoffeln in Form von Reiswaffeln oder sonstigem dann. Ja. Oh, wie ist die Stimmung? Bombe. Also heute bin ich nicht so aufgeregt wie gestern, muss ich sagen. Einfach weil man jetzt den Ablauf kennt. Ich weiß jetzt, wo muss ich hin, wo gehe ich mich anmelden, wo kriege ich meine Starternummer. Gestern haben wir uns bloß den Ablaufplan numerisch angeschaut und waren etwas knapp in der Zeit. Bin dann angekommen, da wurde mir gesagt, ich hätte noch 15 Minuten, dann muss ich auf die Bühne. War dann doch circa eine Stunde, aber da rutscht dann das Herz dann natürlich erstmal in die Hose. Dahin gesprintet, Öl hätten wir eigentlich gar nicht mehr auftragen müssen, was so am Glänzen, weil ich am Schwitzen war. Da ist dann Aufregung und alles mit dabei, aber heute ist total entspannt und ich freue mich echt nur, da gleich nochmal auf die Bühne zu dürfen, um mich nochmal zu zeigen. Kriegt man da die Nummer nicht beim Check-in? Nee, habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, beim Check-in am Donnerstagabend haben wir ja noch eingecheckt. Habe ich gedacht, bekommen wir die, da haben wir bloß unser Starterheftchen bekommen. Und ja, Nummer bekommst du dann immer erst am Morgen. Musst du nochmal hin, das Heftchen vorzeigen, Ausweis dazu. Und dann bekommt man relativ zügig da seine Nummer. Ist mein Make-up zu hell oder zu dunkel oder passt das? Also nur das Make-up, die Farbe jetzt. So an sich passt das. Wir wollten dich ja auch ein bisschen heller müssen. Ja. Gucken mit dem Übergang, ne, gleich. Da ist noch ein bisschen, aber... Ist da ein Übergang noch? Minimal. Ja, jetzt so in dem Licht machen wir ja gleich auch nochmal dünne Schicht. Dann wird das, würde ich einen kleinen Spiegel mitnehmen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt eine hellere Farbe genommen, weil die ganzen... Also weil man sieht halt, ne? Ja, wir wollten dich ja diesmal ein bisschen heller. Genau. Ja. Siehst gut aus, Schatz. Ja, hast du 2 Tage rumgekriegt. Solltest du jetzt schon längst fertig sein. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt können wir heute Abend zusammen was essen. Und wir sind heute beide zusammen halt angemalt im Wettkampf. Ja. Das ist halt nochmal geiler. Können wir unser Foto vor dem Banner auf jeden Fall zusammen machen. Hätten wir ja sonst nicht machen können. Ja, eben. Na, dann wäre ich Freitag und dann wärst du ja nicht. Deswegen. Genau. Das soll alles so sein. Hab noch mit dem Kevin was Geiles abgedreht im Studio oder mit euch dann auch. Das hätte ich ja sonst nicht machen können, ne? Genau. Von daher. Ist zwar hart, aber ist heute auch egal. Jetzt ist es geschafft. Ja. Jetzt müssen wir nur noch uns zeigen. Jetzt müssen wir nur noch loslegen. Aber ich muss mir jetzt erstmal zu Ende schminken, weil das ist erst der Anfang. Das ist erstmal die Grundierung. Ja. Gott sei Dank. Aber meinst du es nicht zu hell jetzt, ne? Muss auch noch gleich hier. Da ist halt Eyeliner und so, ne? Die Wimpern tuschen. Mein Gott. Also, ehrlich. Der steht vor 2 Stunden auch und tun. Also ich bin ja fertig. Ich zieh mir gleich mal an und kann los. Ich muss frühstücken und mir einmal kurz Wasser durchs Gesicht, Zähne putzen. Bin ich schon ready. Ja, man müsste man sein, ne? Ja, Haare muss ich noch kämmen. Haare muss man kämmen. Ja. Ich habe auch extra die Bürste für dich dabei. Genau. So, ich mach mal weiter. Ja. Schicht Farbe. Feinschliff. Hier gibt es auch noch schöne Tricks. Entweder man kann es. Ja, man kann halt schön noch mit Vaseline arbeiten, auch die Hornhäute auftragen. Dann nimmt der Körper das nicht so massiv aus. Die Nägel sogar mit Klarlack bearbeiten. Oder man arbeitet filigran. Dann braucht man das nicht. Besser. Ich will ein bisschen mehr Volumen haben, lass ein bisschen mehr trinken, ein bisschen mehr essen, ein bisschen anderes Volumen und schauen wir uns das mal gleich an. Ein bisschen mehr Flüssigkeit, aber ich würde sogar einen Ticken angezogen sagen. Jan lebt halt von der Kontraktion, in der Linie, wie er steht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch ein bisschen besser wird. Ja. Es gibt ja keine festen Zeiten hier, sondern nur so eine Richtlinie für Reihenfolge. Ja. Also ich finde nicht, weil auf der NRW habe ich vom Besten gelernt, von Thomas, die Zeiten einzuschätzen und dann
kann man das inzwischen irgendwann nach 5 Jahren auch einschätzen, wie so eine Zeitplan aussieht. Und du hast mich ja auch mal lünkern lassen, wer wo wie dran ist. Frontpose. Thank you.
Ja, also der Blondie, die 11 oder was, die ist ein bisschen gefährlich, sehr schmale Taille, sehr schöne Linie, auch die ganze Zeit gestrahlt, Sunny Boy Look, also diese schmale Taille und die Linie kann gefährlich werden, obwohl ich natürlich, leicht befangen, den Jan natürlich ausgeglichener finde, aber gucken, was die Schiri möchte. Hey, geil, jetzt abwarten. Geh mal direkt weiter, Digga. Ja. Die 2, die kann es auf jeden Fall werden. Rechne ich fest mit. Schauen wir mal. Wir wissen nie, was gesehen werden will. Es kann immer noch zu hart sein und jemand anderes muss mal ganz kurz abtupfen. Jetzt, ne? Dass es wirklich um eine Entscheidung geht und wenn man vorne mitspielen darf, ist es natürlich sehr, sehr besonders. Und hier haben wir vorhin schon gesehen, Teilnehmerfeld, guckst ja links und rechts, ist ja automatisch, aber na, jetzt ist wirklich was drin. Six Place Award goes to Lithuania, Rokas Grimauskas.
Vizemacher. Immer wenn es um höhere. Vorhin noch gesagt. Ist die Vizebuchse. November. Genau das ist geil. Ja. Mein Gott. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Alter Schwede. Ah, guck dir mal, wie schwer die ist, alter Belly. Meinst du, was kriegst du dafür? Ja, immer Pfand da hinten. Gar nichts, die gebe ich absolut niemals ab. Krank. Wahnsinn. Ah. Komm, ich geh mal ins Licht. Was das? Total, Digga. Das ist halt wirklich die Nuance dieser ganz, ganz schmalen Teil hier. Ey, Granate. Der dritte, der ist auch nochmal richtig angezogen. Ich hab kein Auto gehabt die ganze Zeit für den. Aber man sieht den gerade so in den Finals und denkt so, fuck, nicht der Techno gefährlich wird. Und man sieht, der Jan war heute noch nicht am Bord. Okay. Ist so, ne? Ich hab so einen Bleber auch. Ja, hab ich jetzt am Ende, hat man ja, wirklich noch gegessen. Wahnsinn, ehrlich, also. Ah. Junge. Boah, ist das geil oder ist das. Hier, tut mir die ganze Zeit an, wollt ihr mal sehen? Ist sie echt? Ja, Zahn ab. Die ist doch nett, oder? Ich hab's die ganze Zeit gesagt, also. Das ist eine Wahnsinnserfahrung, die man hier mitnimmt, auch gestern. Ich habe noch mal geguckt, ich war unter den Top 10 mit Abstand, also so ja auch schon der Jüngste, aber mit Abstand der Jüngste. Die sahen alle von 85, 12 Jahre älter als ich. Und es ist natürlich schön, dann heute sich mit Leuten in meinem Alter messen zu dürfen und jetzt hier so abzuschneiden. Natürlich hätte ich gerne gewonnen, da lüge ich keinen an, aber der sah super aus. Und da muss man sportlich nehmen. Ich bin unfassbar zufrieden mit dem zweiten Platz. Ich gehe nicht mit leeren Händen nach Hause und ey, wie fett, also. Weißt du, wie schön die sich jetzt im Büro macht neben den anderen Dingen? Also, ich muss mich jetzt um deine Frau kümmern, ne? Ja, ich komm mit. Ja, pack du die Sachen, schaffst du selber, die kriegst du jetzt aktiviert. Und ich spring ganz schnell rüber mit Jackie, jetzt wird die Shit gemacht. Genau, jetzt gehen wir meinen Schatz an. Ich muss nicht, ich werde aber. Planst du schon? Ne, ehrlich gesagt gar nicht. Also die meisten meinen ja tatsächlich, dass die Diät und die Prep die schwierigste Phase ist. Die schwierigste Phase kommt aber jetzt. Man meint nämlich, man darf. Und ich sage euch, Leute, dauert 3 Tage und ich 12 Kilo schwerer, wenn ich jetzt reinscheiße. Ja, also im Sinne von mir echt gönne, worauf ich einfach Bock habe und übertreibe. Natürlich wird das jetzt gleich was geben und wir werden heute auch essen gehen. Und es geht ja auch dann um die Zeit zusammen, einfach das Gesellige. Das ist ja das, was in der Diät so flöten geht. Aber wie ich letztens schon gesagt habe, du hast uns ja auch bei den Jungs so in dem Apartment abgefilmt. Soll halt Lifestyle sein, dass es halt immer dasselbe zu essen gibt und man mal essen geht und vielleicht mal ein Riegel dabei ist und dass man dann da nicht so eskaliert, was nach so einem Wettkampf natürlich echt gefährlich ist, da dann einfach alle Gelüste zu befriedigen und einfach 30 Gramm Reis am Tag, hat er mir gesagt. Das auf die Woche hochgerechnet. Wie viele Kalorien waren das? Ich bin gerade noch ein bisschen sehr durch. Am Tag. Mal 7 sind wir bei 210. Das mal 4 wegen Kalorien sind wir bei 840 Kalorien auf die Woche hochgerechnet, die du plötzlich in der Diät mehr hast bei 30 Gramm Reis am Tag. Ja. 7000 Kalorien sind 1 Kilo. Dann machst du einfach nur, um das zu verdeutlichen, wie wenig das ist. Du machst aber mal da ein Yes-Hörtchen, da ein Donut, da das. Sag mal, du bist bei 4000 Kalorien die Woche mehr. Das 2 Wochen lang und du hast sofort 2 Kilo Fett. Sofort. Ja. Einfach wieder drauf. Und der Körper, Umsatz ist ein anderer. Genau. Cardio fällt weg, ist nicht mehr in dem Maß vorhanden. Man gönnt sich nach den Wettkämpfen natürlich eine Regenerationsphase. Pause, weil der Körper das einfach auch braucht. Genau. Ja, und dann sind da in 3 Tagen auch mal 12 Kilo drauf. Vom Wasser jetzt ganz abgesehen, dass ich da jetzt Wasser einlager, ist ganz klar, ne? Weil man fährt das Salz hoch, die Trinkmenge wieder hoch. Ich bleib ja jetzt nicht beim halben Liter am Tag. Ja, genau, Diuresele fällt ja auch wieder weg. Aber das ist das genau. Einfach, dass alle verstehen, das ist ein Rechenexempel. Genau. Wenn man sich da nicht dran hält, Bewegung umsatz nicht hoch, also wir 2-mal am Tag am Cardio trotzdem machen. Einfach jetzt danach Bänder sehen, in Ruhe lassen. Umsatz hoch, sich bewegen, Klettergarten, schwimmen gehen. Ja. So, und jetzt geht's um Jackie. Genau. Wenn ich die so mache, sieht das scheiße aus. So hinter den Ohren. Ja.
Ja, tatsächlich. Aber ich habe schon wieder einen Ansatz, weil ich eigentlich gerade als Freitag kein Schwein. Du hast absolut keinen Ansatz. Ja, nein. Die Hälfte der Männer weiß wahrscheinlich noch nicht mal, was das ist. Nežinau, man tai, nu, va tą davę. Nesai gerą, ne? Tai jos dvi. Nu, viena nebloga, bet kita tai kažko negyva. Mapai per didelį kojas, kažkokias nudžiuvintas. Ja auch immer drauf, genau das zu kreieren. Weil Jackie, die wird am liebsten noch abgezogener da stehen. Sag ich, das ist aber nicht die Klasse. Da müssen wir noch draufpacken und die Figur stellen. Aber der Schneider ist schön zu erkennen, Hüftbeuger, der Rippenbogen ist da, Farbe ist on point. Brüste haben wir jetzt keine gezaubert in den letzten halben Jahr. Aber zweiter Callout international finde ich schon ganz schön gut. Ja, wir sind jetzt gerade ganz gespannt. Ne? Eieiei. Top 10, ne? Oder? Finale, Digga! Finale direkt? Ich hab's noch nicht ganz gecheckt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hab mich gefreut und hab ich gedacht, was? Top 10 auf jeden Fall. Ja! Das war Semifinal. Das war nicht okay. Ausschlussrunde. Okay. Und die Bürste ist auch angekommen. Ja. Take a breath. Ja, wir haben eine Finale. Ich brauche jetzt ein Band. Ich muss schon mal aufgucken. Guck mal schnell, was wir sagen. Y ya está. Y ya trago esa mariposa y con este. Vamos. Yo también. Genial, la verdad que es súper bien. Yo creo que hasta ahora es...
Mein Gott, ehrlich, das ist. Gib mir die Pumpe, als ich gerade dran war. Ehrlich, das Durchgucken ist schlimmer. Der hat auch mal einen Puls von 240, wenn er da sitzt. Also. Wahnsinn. Ehrlich, so gespannt, so gespannt. Ja, war geil. Ich habe mich richtig gut gefühlt. Das Auto raus. Ja, ehrlich. Manchmal war es ein bisschen gezappelt. Ne? Was geht denn? Vielleicht mehr mal nicht so. Ja. Aber. Ja, das ist nur das Problem. Da darf keiner hin. Und dann hast du da aber die, die halt ihre Leute in der Jury sitzen haben, die dann ihre Kämpfe haben und du da alles rausholen und alle stehen neben dir, werden fertig gemacht und du darfst nicht hin. Finde ich ein bisschen unfair, aber okay. Ja, haben wir gerade schon gesagt, da muss ich kaputt lassen. Wir müssen ja mit der Bürste auf dem Moment da durch. Ja. Und wir sind noch komplett abgerudert, neu mit alles. Ja, aber es ist ja wahrscheinlich schon ein gebuchtes Tannensystem. Genau deswegen bin ich ja da hin und hab dann gesagt, das darf man und das nicht. Ja. Ich bin auch gebucht. Ja, okay. Du hast ja auch einen Backstage-Pass bezahlt. Naja, wie auch immer. Weil Leute, jetzt muss warten, ne? Ich warten war und dann darfst du wieder aufgerufen und kriegst du in die Hand gedrückt. Das war jetzt Finale auf den Arnold Classic Chick, nur so ganz kurz nebenbei. Okay. Komm, da kommt noch nicht an, ne? Nee. War ich gut? Ja, war gut, war richtig gut. Und du stichst halt total raus. Das eine Bein mit dem kurzen schwarzen Arm, der hat auch eine sehr außergewöhnliche Haartiefe hier, aber seine Rückendetails, die sind halt trotzdem krass, wo ich gerade denke. Guck, du stichst halt raus. Jetzt warte mal. Please, award goes to the other from Germany, Jacqueline Metzen. Fourth place award goes to the other from Russia, Maria Eugeneva. From Ukraine, Katerina Stoyanova. Jetzt ist neues Regal, ja. Und Dübel. Und Dübel, weil die Medaille ist so schwer. Muss auf jeden Fall ein dickes Loch in die Wand. Nagel reicht dann nicht. Mein Gott, ehrlich. Ey, wirklich, das könnte mir nicht vorstellen. Die ist schwer, ehrlich. Der Finger sich durchbiegt. Der hat die vorhin angehoben, klatschen lassen. Mein Gott. Streck oben, wo ist sie wieder raus? Ja, Jacquelinchen. Ja. Wie fühlst du dich? Die ist nicht bewusst, wie du aussiehst. Gar nicht. Ja, ja, genau. 0,0. Also. Du bist voll standgehalten da oben, wie ich wieder gesagt habe, Hüftbeuger, Schneider, alles draußen. Konturen, seitlicher Brustkorb, Bauchmuskeln. Also man sieht so ja gar nicht. Ne? Aber wirklich auf der Bühne neben den anderen ist es ein ganz anderer Look als alle anderen. Bis auf die Erstplatzierte. Aber wo ich auch gesagt habe, das ist ganz, ganz weit vorne. Und der Nuance noch mehr Muskulatur und Brust. Macht viel aus. Bist du von, dann gibt es einfach einen Gesamtlook. Ne? Ja. Ich denke die ganze Zeit, mega. Die Strapse. Nee, ist so eine Legacy, die aussieht wie Strapse. Okay, ja, als Mann musste man da auch schon dritte Mal hingucken. Ja. Und als Frau auch. Kennst du jetzt immer Strapse? Ja, mega. Ach, guck mal, weißt du? Nee. Wir schwärmen immer on air gerade. Achso. Ja, on air. Jackie muss erstmal realisieren. Die will jetzt Bilder sehen, die muss jetzt erstmal verarbeiten, wie es überhaupt aussieht. Zeig mal nochmal kurz, international. Bei den Frauen, 5 Beste. Bisschen, 5 Beste, ne? Ist schon krass. Bisschen geil.
Und ihr müsst euch vorstellen, wir haben gedacht, wir sind Freitag dran. Ja, ne? Also ja, wir haben, heißt, wir haben noch ein richtiges Prozedere gehabt über 2 Tage. Einmal Hölle hin, zurück. Geladen, falsch geladen, doch nochmal nachgeladen, nochmal Entladetraining, 2 Entladetrainings, trinken Stopp, trinken weiter, Diurese wieder ankurbeln und es ist doch noch aufgegangen. War toll. Also es ist dann, warte mal kurz, Handwerk. Und dann musst du alles ertragen. Ja, weil das ist ja auch noch immer. Ich bin ja immer, auch. Musste gestern wieder mir immer ein bisschen zurechtweisen. Ja, ich glaube, das ist die Meinung beide. Sagen. Ich bin einen Tag vor Wettkampf immer genau. Sehr schrecklich. Jackie dreht immer einen Tag vor dem Wettkampf, ist hier immer ganz, ganz furchtbar. Und am Tag selber hüpft hier rum wie so ein Flummi und ein Gummibär. Und alles ist so ganz cool. Ach, ist doch kein Problem. Ach, machen wir mal ganz kurz. Ja, heute war ich echt unfassbar entspannt. Komplett. Ja. Auch auf der Bühne. Ja. Weil die Bühne war jetzt auch nicht... Ich glaube, bei deiner Bühne, aber da war auch nicht so voll, ne? Nee. Vom Publikum her. Da war ein bisschen Klima, sagen, ein bisschen schöner. Man kriegt da gar nicht mit, ne, im Moment. Ich sehe die Judges und dann ist der Rest ja. Ist ausgebaut, ähnlich. Ja, genau, ich bin immer auf der Bühne und suche erstmal nur euch hören, und die Judges. So. Und dann weiß ich, okay, jetzt bin ich safe. Ich brauche den aber auch nicht verstehen. Ich muss den nur sehen. Immer so. Ob der zufrieden so, ist oder nicht. So, immer so. Da immer die Gestik. Ja. Ja. Ein Jahr, wenn man eingespielt ist, so beim Posing, man kennt ja allein schon die Bewegung, die derjenige macht, Mimik, Gestik, und dann passt das. So, was gibt es jetzt als erstes zu essen? Ja, vorne an diesem Stand, ich weiß, wer das ist, auf jeden Fall. Also, so wie das die ganzen 3, 5 bis 9 Stunden jetzt hier heute gerochen hat, ist mir nicht zu essen. Ja. Okay. Also, hat der Rainer gestern. Hatte das tatsächlich auch noch nie. Mein erstes Meal nach dem Wettkampf heute waren gepreppte Süßkartoffeln mit Thunfisch und Avocado und 1 Gramm Salz. Ehrlich, das hat geschmeckt. Nicer Lifestyle. Alles schon auch echt lecker gewesen. Thunfisch, nee, war ja total. Mir reicht das jetzt nicht. Und ab dafür. Seit ich eine Waffel esse oder nicht esse, habe ich auch nicht gesagt. Also, die kommt jetzt auch noch. Lang war es. Lange, lange, lange Saison. Total unterschätzt. Aber stolz wie Oscar, dass wir das jetzt so durchgezogen haben. Und ja, ich glaube, jetzt müssen wir uns erstmal sammeln. Ja. Gedanken machen. Und dann schauen, was die Zukunft so bringt, wann es wieder an den Start gehen soll. Aber für mich ist Fakt, jetzt ist erstmal eine kurze Pause anvisiert. Also kurz heißt ein Jahr. Ne? Und ja, mega Wochenende aber. Hat tierisch Spaß gemacht. Auch wenn man dann zwischendurch mal seine Laune hat, das ist ganz normal. Wir sind mitten in der Prep. Das sind, ja, das war jetzt schon kein Kindergarten, habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, hier für die Arnolds, die Vorbereitung. Ne? Wenn man Hunger kriegt, da wird glaube ich jeder auch mal schwierig, ne? Mit dem Pensum, was man dann bringen muss. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Wir wollten unbedingt was mit nach Hause nehmen, das haben wir jetzt beide geschafft. Ja. Und ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also der Wettkampf, die Vorbereitung hat mir so viel gelehrt. Und nicht nur das Äußere, sondern wirklich... Das kann man nicht beschreiben, was da eigentlich von der Psyche her passiert. Und ja, ich bin einfach froh, dass ich den Weg gegangen bin. Und ich mache jetzt definitiv erstmal eine ganz lange Pause. Das ist halt ein Prozess, ne? Ja. Nicht nur von der Form, sondern auch hier oben. Ganz klar. Da hat ordentlich was stattgefunden. Ja. Und da haben wir einiges gelernt. Der Christian, ja. Also ich muss sagen, ich habe letztes Jahr schon unfassbar viel dazugelernt und ja, nach dem Vizetitel dann auf der Deutschen, jetzt die Vorbereitung bis hierhin, wieder so unfassbar viel und ich freue mich einfach auf die Zukunft und auch eine Sommerliga noch gewonnen, genau, ich freue mich einfach auf alles, was noch kommt jetzt und auf das, was ich noch dazulerne. Ja, ganz nebenbei in einer Vorbereitung zu Arnolds. Ja. Wirklich 7 Höllen gestorben. Ja, mal 5 hoch 3. Ja. Wow, periodisch nicht. Genau. Endlich.